Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial von mir. Heute von vielen das lang ersehnte Tutorial, wie erstelle ich eine Karikatur mit Photoshop. Und das werde ich euch am Beispiel dieses Fotos von Robert Pattinson hier zeigen und unser Endresultat des Tutorials wird dann ungefähr so aussehen. Zunächst ist zu sagen, dass die Karikatur mit Photoshop, dass die Art des Karikierens in keinerlei Konkurrenz zur konventionell gezeichneten Karikatur steht, da wir in unseren Mitteln sehr begrenzt sind und beispielsweise keinen eigenen Bilder ausdenken und zu Papier bringen können, sondern nur mit gegebenen Bildern arbeiten können und uns so arrangieren müssen. So, fangen wir einfach mal an. Wir laden zunächst unser Ausgangsbild in Photoshop hoch. Wenn wir das getan haben, besteht unser erster Schritt erstmal darin, unsere Person von dem Hintergrund freizustellen. Das habe ich hier schon mal vorweggenommen, da ich nicht allzu viel Zeit habe. Und falls ihr wissen wollt, wie das geht, auch wie man die Haare exakt freistellt, könnt ihr mein anderes Tutorial Haare freistellen mit CS5 anschauen. Wenn wir das getan haben, speichern wir unsere Datei erstmal zwischen, damit wir darauf zurückgreifen können, falls im folgenden Karikierungsprozess irgendwas schief geht. Das machen wir unter Speichern unter und speichern das, die Datei quasi als Format PNG ab. Ich gebe hier mal Tutorial ein. Klicken auf Speichern und bei Interlace klicken wir auf jeden Fall ohne an. Das heißt, dass unsere Datei ohne den Hintergrund gespeichert wird und dass wir den Freistellungsprozess quasi nicht nochmal wiederholen müssen. Als nächsten Schritt entfernen wir dann den Kopf vom Rumpf und das machen wir mit dem magnetischen Lasso-Werkzeug, das wir hier in der Menüleiste finden. Dann fahren wir damit am Rand des Kiefers entlang, möglichst genau müsste das werden, einmal um den Kopf herum. Bis zum Startpunkt. Dann drücken wir die Tastenkombination STRGX, um den Kopf zu entfernen, und STRGV, um den Kopf auf eine neue Ebene wieder einzufügen. Dann können wir mit dem Verschieben-Werkzeug den Kopf unabhängig von dem Rumpf herumschieben und die beiden Körperteile einzeln bearbeiten. Anschließend können wir auf die Rumpfebene gehen und mit STRGT sie frei transformieren, das heißt, wir machen sie einfach etwas kleiner. Bestätigen das dann mit Enter, danach gehen wir auf Bearbeiten, Transformieren, Verkrümmen und verkrümmen diese Rumpfebene noch ein wenig, ist ja schließlich eine Karikatur. So, bis es uns gefällt. Wenn uns das gefällt, bestätigen wir wieder mit Enter, schieben die Rumpfebene wieder etwas mittiger, so. Und nehmen unsere Kopfebene und können unseren Kopf quasi jetzt schon wieder so draufsetzen, sodass es ungefähr passt. Ich würde sagen, wir vergrößern unseren Kopf noch ein wenig. Das machen wir wieder mit STRGT. Ziehen ihn etwas größer und drehen ihn vielleicht noch etwas in Position. Bestätigen mit Enter. Und schieben das alles so, wie es uns gefällt, hin. So, und jetzt sind wir auch schon im Hauptteil des Karikierungsprozesses angelangt. Und zwar wird das in unserem Verflüssigungsfilter stattfinden. Dafür wählen wir unsere Kopfebene aus, gehen auf Filter und verflüssigen, sodass unser Kopf in ein völlig neues Bearbeitungsfenster hineingeladen wird, wo wir diverse Werkzeuge haben, um eine Karikatur zu erstellen. Ich werde euch jetzt allerdings kein Patentrezept für eine Karikatur geben können, da es von Gesicht zu Gesicht natürlich unterschiedlich ist und wir verschiedene Merkmale haben, die wir verstärken bzw. verschwächen müssen. Daher kann ich euch jetzt nur ein paar Funktionen in diesem Fenster sagen und das müsst ihr dann selbst rausfinden, wie ihr eine Person am besten karikieren könnt. Ganz wichtig, dieses Werkzeug hier unten, die Fixierungsmaske und das Löschen der Fixierungsmaske, das ist dazu da, dass wir quasi einen Bereich überpinseln können, den wir nicht verzerrt haben wollen, das beispielsweise bei den Augen, wenn wir jetzt die Nase verzerren wollen, dass wir die Augen nicht mitverzerren, wie wir hier sehen. Ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Das hier oben, was ich gerade schon angewendet habe, ist das Vorwärtskrümmen-Werkzeug. Damit können wir quasi Gegenstände ziehen oder etwas verzerren. Sehr nützlich. Ich mache das einmal mit der Nase. Das heißt, wir können die Nase jetzt einfach ein wenig länger ziehen. So, die Werkzeuge sind alle sehr mit Vorsicht zu genießen, da wir wenn wir zu viel verzerren, das Gesicht gleich unnatürlich aussieht und die Person nicht mehr wirklich wiederzuerkennen ist. Wenn wir jetzt beispielsweise den Abstand von Mund und Nase noch verringern wollen, können wir eine Fixierungsmaske auf unsere Nasenspitze legen. So, und
unseren Mund anschließend mit einem großen Radius Richtung Nase bewegen. Immerhin kleinschrittig arbeiten, ganz wichtig. Und wenn wir nun unsere Fixierungsmaske wieder von der Nase wegnehmen, sehen wir, dass der Abstand von Nase und Mund sehr viel geringer ist. Nun können wir beispielsweise noch unsere Augen etwas bearbeiten, indem wir unsere Fixierungsmaske wieder löschen, vielleicht eine kleine Fixierungsmaske in die Mitte der Nase legen, sodass die Nase anschließend nicht noch verzerrt wird. So, vielleicht ein wenig weit gemacht. So, dann können wir unsere Augen vielleicht etwas auseinanderziehen noch und immer darauf achten, dass die Pupillen schön rund bleiben, weil sonst wird das Resultat sehr, sehr unrealistisch. Dann können wir mit dem Zusammenziehen-Werkzeug unsere Augen vielleicht noch etwas verkleinern. Das war vielleicht zu viel. So und so. Anschließend können wir unsere Haare noch ein wenig aufblähen, da das ja ein sehr starkes Merkmal von Robert Pattinson ist. Das machen wir hier mit dem Aufblasen-Werkzeug. Dann können wir beispielsweise ein wenig die Haare aufblähen, damit diese noch voluminöser und größer aussehen. Wenn wir sie noch ein wenig verzerren wollen, gehen wir wieder auf unser Vorwärtskrümmenwerkzeug und ziehen unsere Haare einfach nach außen. Bei diesem Werkzeug spielt die Erfahrung natürlich eine große Rolle, das heißt, ihr müsst wirklich ein paar Stunden investieren, um diese Werkzeuge auch zu beherrschen und nicht mit diesen Werkzeugen zu übertreiben. Ich kann diese Karikatur jetzt in diesem Tutorial nicht vollständig durchführen, da dieser Prozess schon einige Minuten dauert. Daher springe ich jetzt einfach mal, indem ich einfach einmal auf OK klicke. Okay, so, nach Anwendung des Verflüssigungsfilters und einem kleinen Zeitsprung von circa einer halben Stunde sieht meine Karikatur dann so aus. Und jetzt möchte ich euch noch einen schönen Effekt zeigen, den ich mir ausgedacht habe, der auf Karikaturen wirklich gut passt. Dafür verbinden wir erstmal die Kopf mit der Rumpfebene, indem wir die Kopfebene markieren und STRG-E drücken. Dann duplizieren wir die Karikaturebene zweimal mit STRG-J und STRG-J und färben die ersten beiden Ebenen schwarz-weiß ein. Das machen wir mit STRG-Shift und U, wie wir sehen. Mittlere auch, STRG-Shift und U. Dann gehen wir wieder auf unsere obere Ebene und wählen beziehungsweise drücken den Shortcut STRG-I, um die Ebene zu invertieren, das heißt die Schwarztöne weiß werden zu lassen und die Weißtöne schwarz werden zu lassen. Dann gehen wir auf Ebenenmodus und auf farbig abwedeln, sodass unsere Ebene nur noch weiß ist. Dann gehen wir mit gedrückter STRG-Taste auf unsere obere Ebene, um die Auswahl zu markieren. Anschließend gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner, so dass der Ebeneninhalt, der markierte Ebeneninhalt, weich gezeichnet wird. Das hat den Effekt, dass unsere Gesichtszüge jetzt ein wenig durchkommen und ein wenig aussehen wie eine Zeichnung. Dann drücken wir auf OK, zoomen etwas hinein in das Bild, wählen unseren Pinsel aus, Vordergrundfarbe schwarz, bei der Deckkraft wählen wir ca. 16% und dann gehen wir mit sehr geringer Härte über die markanten Stellen des Gesichtes herüber, um diese etwas zu betonen. Beispielsweise bei den Augen. So. Oder der Nasenschatten natürlich. Alle Bereiche, die wir für wichtig halten und die markant sind, die überfahren wir jetzt einfach quasi mit unserem Pinsel, wie beispielsweise auch die Haare hier. Und verdunkeln die einfach so ein bisschen, dass die Details in den Bereichen, wo wir rübergehen, einfach ein wenig wiederkommen. So, das machen wir dann überall im Gesicht. Ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen schneller und ein bisschen gröber. So, kurz über den Anzug. Wir sehen, dass wir so die Details in das Bild zurückholen können und das Bild vielleicht im Nachhinein etwas gezeichneter aussah als vorher. Anschließend können wir die Auswahl aufheben, indem wir auf Auswahl, Auswahl aufheben gehen. Dann duplizieren wir unsere untere farbige Ebene mit STRGJ, ziehen die duplizierte Ebene nach ganz oben, sodass diese jetzt ganz oben auftaucht. Und damit die unteren Ebenen, die wir eben bearbeitet haben, etwas durchscheinen, gehen wir auf den Ebenenmodus weiches Licht. So, anschließend können wir die sichtbaren Ebenen alle auf eine Ebene reduzieren. Das machen wir, indem wir auf Ebene gehen, sichtbare auf eine Ebene reduzieren, sodass wir im Endeffekt jetzt in der Ebenenmaske nur noch eine Karikaturebene haben. Anschließend können wir eventuell die Sättigung noch etwas erhöhen, indem wir eine Sättigungseinstellungsebene öffnen, die Sättigung etwas hochdrehen
und dann mit STRGE wieder mit der unteren Ebene verbinden. Dasselbe machen wir mit der Tonwertkorrektur, um ein wenig mehr Kontrast reinzubringen. Da gehen wir mit dem Schwarztonregler etwas nach links, mit dem Mitteltonregler auch etwas nach rechts, Entschuldigung, auch nach rechts, und der helle Ton, der Weißtonregler etwas nach links. Anschließend wieder zusammenfügen und dann haben wir unsere Karikatur soweit eigentlich schon fertig, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Nun können wir noch unsere Augenfarbe hinzufügen bzw. etwas verstärken, was bei Karikaturen immer ganz gut aussieht. Das machen wir, indem wir eine neue Ebene erstellen, uns eine Augenfarbe auswählen. In diesem Fall wähle ich jetzt mal ein knalliges Grün aus. Dann gehen wir auf unseren Pinsel, Deckkraft 100, Härte 0 und der Radius sollte nicht wirklich groß sein, da die Augen ja auch nicht wirklich groß sind hier. So, dann pinseln wir einfach mal ganz lässig über die Augen rüber. Sieht erstmal ein bisschen übertrieben aus. Dann gehen wir auf den Ebenenmodus der Augenebene und gehen auf Ineinander kopieren und auf Deckkraft vielleicht 62%. So, wenn wir dann zurückzoomen, sehen wir, dass die Augen schön grün aussehen und etwas markanter wirken. Anschließend können wir die Ebene wieder verbinden mit STRGE. Dann können wir noch eine Hintergrundebene hinzufügen, indem wir auf das neue Ebene-Symbol klicken wieder und die Ebene unter unsere Karikaturebene ziehen. Dann eine Hintergrundfarbe auswählen. Ich will hier mal ein etwas helleres Grau und einfach einen Hintergrund einfügen. Anschließend können wir noch auf unser Freistellen-Werkzeug gehen und einen schönen Bildausschnitt für unsere Karikatur wählen. So, und schon ist unsere Karikatur fertig. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Das war nur ein grober Überblick. Alles in allem müsst ihr selber enorm viel rumprobieren und es gehört auch eine Menge Übung dazu, eine sehr gute Karikatur zu erstellen. Ja, das heißt, viel Spaß beim Üben und Wiederschauen.